Die europäische Notfallverordnung Gas sieht vor, dass kritische Infrastruktur und Verbraucher geschützt sind und Industrie und Wirtschaft nicht. Das macht Sinn, wenn man von einer kurzfristigen Störung der Gaslieferung ausgeht. Eine Leitung ist kaputt, ein Kraftwerk fällt aus, es gibt vielleicht eine Überschwemmung oder vielleicht ein leichtes Erdbeben irgendwo und für eine Woche oder für zwei ist in einer bestimmten Region die Gasversorgung im Winter gestört und dann sagt man, naja, das überbrücken wir mit Kurzarbeitergeld für die Industrie und wir reparieren dann später die Lieferketten, aber frieren soll niemand. Das ist aber nicht das Szenario, das wir jetzt im Moment haben, sondern wir reden hier möglicherweise von einer monatelangen Unterbrechung von Gasströmen und da passt dieses Szenario nicht automatisch, sodass man dort vielleicht nochmal nachdenken muss oder nacharbeiten muss. Niemand soll frieren, aber dass private Haushalte auch ihren Anteil leisten und dass eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion massive Folgen auch für die Gesamtwirtschaft hat, für die Menschen im Land, für die Versorgungssituation. Das, denke ich, ist inzwischen auch erkannt